Dein Samsung Galaxy A50 zeigt nur ein schwarzes Bild an oder das Display ist gebrochen. Heute zeige ich dir, wie du das Display selber tauschen kannst. Das Display des Samsung Galaxy A50 ist an einer Ecke gebrochen und zeigt auch nichts mehr an. Das tauschen wir jetzt gegen das neue Display aus. Als allererstes kann ich mal den SIM-Karteneinschub entfernen. Die Rückseite bei diesem Modell muss ich lösen, damit ich das Display tauschen kann. Dazu wird das Ganze aufgewärmt. Da es sich hier nur um eine Kunststoffrückseite handelt, wärme ich das Ganze so auf ca. 60 Grad auf und fange dann erst mit dem Lösen des Backcovers an. Die Rückseite ist dann aufgewärmt und wir können das Gerät von der Heizmatte wieder runternehmen. Nun geht es weiter an das Öffnen des Backcovers. Dazu spanne ich das Ganze in ein Werkzeug ein und gebe dann Isopropanol einmal außenrum um das ganze Backcover. Das habe ich euch unten auch verlinkt in der Beschreibung, solltet ihr das bestellen wollen. Den Saugnapf setzt man dann möglichst weit nach außen an und gibt vorsichtig Druck mit der Schraube auf das Backcover. Dann kann man ganz vorsichtig das Backcover Stück für Stück von der Rückseite lösen. Dazu können wir das Ganze auch schon wieder aus der Halterung herausnehmen und dann einfach mit der Hand das Backcover lösen. Wenn die Kleber jetzt so wie in diesem Fall aussehen, dann müssen wir diese später jedenfalls auch tauschen, bevor wir das wieder verkleben. Am Gerät selber müssen wir nun mehrere Schrauben einfach lösen. Der blaue Rahmen lässt sich nun leicht vom Display lösen, indem man mit einem Werkzeug dazwischen reinfährt, das Ganze schon mal einen Spalt öffnet. Anschließend kann man einmal außenrum um das ganze Backcover rundum fahren und dann lässt sich das einfach abklappen. Im oberen Bereich des Geräts sieht man nun die Hauptplatine mit den drei Hauptkameras und der kleinen Frontkamera, genauso wie hier die Hörmuschel und unten rechts den Vibrationsmotor. Als allererstes müssen wir jedoch den Akku abstecken. Das ist das L-förmige orange Kabel auf der rechten Seite. Dann geht es erst im unteren Bereich weiter. Da haben wir in der Mitte hier den Fingerabdrucksensor. Den können wir zum einen mal ausstecken und das Kabel von der Platine hier nach oben etwas wegdrücken. Genauso wie das linke Flexkabel, das zum Display geht. Und auch das rechte Flexkabel, das zu der Zusatzplatine führt, die zum einen den USB-Anschluss und auch den Klinkenanschluss enthält. Nachdem die Flexkabel im unteren Bereich ausgesteckt sind, kann man hier auf der linken Seite die kleine Antennenplatine nach oben abziehen. Und dann empfiehlt es sich, in die Klinkenbuchse mit einem Werkzeug reinzugehen und diese ganz vorsichtig inklusive der Platine nach oben wegzudrücken, damit sich der Kleber auf der Unterseite dann vom Rahmen ablöst. Die Hauptplatine ist dann zusätzlich mit einer Schraube gesichert, diese muss entfernt werden. Und dann kann ich die komplette Hauptplatine inklusive Subplatine und Antennenkabel entnehmen. Vom alten Display benötige ich dann im unteren Bereich noch den Fingerabdrucksensor. Dieser ist mit zwei Schrauben gesichert. Zusätzlich übernehmen wir den Lautsprecher für die Hörmuschel vom alten Display.
und auch der Vibrationsmotor muss umgebaut werden. Übrig bleibt dann nur noch der Akku. Diesen können wir wieder mit Isopropanol einfach lösen. Dazu gebe ich Isopropanol unter den Akku rein. Pack mir das ganze Gerät wieder in das Öffnungswerkzeug, das wir auch für die Rückseite benutzt haben. Aber diesmal spanne ich den Akku ein. Dann geben wir wieder vorsichtig Druck auf den Akku. Wenn sich der Akku dann schon etwas löst, kann man mit dem Werkzeug etwas nachhelfen. Und zack, dann hat sich der Akku auch schon gelöst. Die weißen Aufkleber unter dem Akku entfernen wir dann restlos. Nachdem der alte Kleber entfernt worden ist, bringe ich ein neues doppelseitiges Klebeband an. Bei dem 3M-Klebeband, das ich verwende, reichen zwei Klebestreifen schon aus, da dieses deutlich stärker ist als das original verwendete. Die Schutzaufkleber ziehen wir dann vom Klebeband ab. Und dann können wir den alten Akku auch schon in das neue Display unseres Samsung Galaxy A50 einsetzen. Am Display selbst müssen wir dann noch zusätzlich alle Schutzfolien, die beim Transport angebracht worden sind, entfernen. Wichtig, auch hier im oberen Bereich sind die Sensoren abgedeckt. Darauf achten, dass alle Schutzfolien restlos entfernt sind. Nachdem die Schutzfolien entfernt sind, können wir im oberen Bereich die Hörmuschel wieder einsetzen, genauso wie den Vibrationsmotor. Beide haben in meinem Fall noch den alten Kleber auf der Rückseite drauf, somit braucht man hier keine neuen Kleber. Und auf der Unterseite setzen wir den Fingerabdrucksensor wieder ein und schrauben den mit den zwei schwarzen Schrauben fest. Bevor wir nun die Hauptplatine wieder einsetzen, müssen wir darauf achten, hier im oberen Bereich ist eine kleine schwarze Abdeckung. In meinem Fall ist diese noch auf der Hauptplatine, dann müssen wir diese entfernen. Sollte die bei euch schon fehlen, dann braucht ihr diese, da braucht ihr nichts machen. Sobald die Abdeckung entfernt ist, kann ich dann die Hauptplatine im oberen Bereich schon wieder ansetzen. Schraub diese auch gleich auf der rechts unteren Seite mit der schwarzen Schraube fest. Und da muss ich im unteren Bereich darauf achten, dass ich die Subplatine an den ganzen Kabeln vorbeifädle. Bei den Antennenkabeln ist es dann so, dass das blaue Kabel unter dem weißen verläuft. Das heißt, wir drücken hier seitlich erstmal das blaue Kabel in die dafür vorgesehene Aussparung. Und danach erst das weiße. Das Antennenkabel läuft dann auch unter den zwei Flexkabeln entlang. Und wir können hier links wieder die kleine Zusatzplatine festdrücken und auch den Rest vom weißen Kabel unterm Akku fixieren. Sobald das gemacht ist, stecken wir alle Flexkabel im unteren Bereich des Geräts wieder an und zuletzt den Akkuanschluss. Nachdem alles soweit zusammengesetzt ist, kommt auch schon die Abdeckung wieder ins Spiel. Diese wird einfach auf das Display draufgeklipst und wird an allen Ecken festgedrückt, bis es einrastet und anschließend mit allen Schrauben verschraubt. Die Schrauben sind auch alle gleich lang, da müssen wir nicht darauf achten, dass da was durcheinander kommt. Bevor ich die Rückseite nun wieder verklebe, würde ich euch empfehlen, dass ihr das Gerät mal kurz einschaltet und alle Funktionen testet. Während das Gerät hochfährt, kann ich hier schon mal anfangen, beim alten Backcover den Kleber zum Lösen, da wir den neu machen wollen. Um in das Testmenü des Samsung Galaxy A50 zu kommen, gebe ich Sternraute 0 Sternraute ein. Dann öffnet sich das Testmenü. Da kann man zum einen mit den Farben Rot, Grün und Blau testen, ob das Display Pixelfehler hat. Zusätzliche Funktionen haben wir hier zum Beispiel den oberen Lautsprecher. Der funktioniert auch. Vibrationsmotor kann getestet werden. Die Hauptkamera und andere Sachen wie zum Beispiel die Touch-Funktion. Das alles solltet ihr mal durchtesten und erst dann geht es weiter mit der Verklebung des Deckels. Den neuen Kleber kann man dann erstmal auf der Rückseite ansetzen und drückt diesen passend
fest. Nachdem der Kleber selbst vorbereitet ist, muss auch noch der komplette übrige Kleber auf dem blauen Rahmen des Samsung Galaxy A50 entfernt werden. Dazu nutzen wir einen Schaber und schaben einfach den Kleber restlos vom Rahmen. Und nachdem das Gerät soweit gereinigt ist, können wir das Backcover ansetzen und festdrücken. Das war's auch schon wieder mit der Reparatur des Displays für das Samsung Galaxy A50. Wir sehen uns wieder. Bis dann!